Hallo und willkommen zurück zu Telalia. Ich bin eigentlich nicht alleine, aber anscheinend ist er weg. Hä? Hört man mich etwa nicht? Du hast gerade nichts gesagt, als ich begrüßt habe. Ja, es tut mir aber leid. Bist auch nicht gerade so laut. Ja, das kann. Hast du wieder nicht auf dem Kopf? Nö. Wird auch erstmal so bleiben. Das Pirate Corsair Banner. Was heißt denn Corsair? Sa, meinst du den? Was sah? Der Kusar. Kusar, meinst du Nee, den? da steht aber O. K, also Corsair. Ja, das könnte der englische Name sein. Ja, aber das schreibt man das nicht genauso wie die Firma Corsair? Was? Warum Oder sollte man schreibt das man die schreiben wie anders? Corsair? Corsair ist doch ein Eigenname. Ich glaube nicht, dass das ein Wort ist. Ich weiß es, also ich würde es mir jetzt nicht für unmöglich halten, dass die Firma sich nach einem Wort, was irgendeine Bedeutung hat, benannt hat. Das wäre jetzt nicht so abwegig. Skelett Archer Banner. Kommen nur noch vier NPCs. Den Truffle wolltest du ja jetzt machen, deswegen hast du doch gefragt, ob das Haus Wieso besitzt. wollte ich den machen? Ich wollte, dass er da ist. So, soll ich darüber gehen? Ich wollte es erst mal Ja, die Kisten leeren. ich gehe in die Hölle und kümmere mich darum, dass ich eine Tortured Soul finde. Snowman. Was ist das, Snowman Gangster Banner? Müsste ich nicht. Was? Hab dich nicht verstanden. Du warst zu laut, hast dich sicher selbst 10-mal. Na, nein, eigentlich nicht. Warum war ich denn laut? Soll doch nicht laut sein eigentlich. Oder? Oh shit. Fledermäuse, ihr habt ihn getötet. Strange Plans, Strange Plans, Strange Plans. Wen haben sie Das hat mich getötet? einfach gespawnt auf der Plattform, als ich losgelaufen bin. Wen haben sie denn getötet? Tortured Soul. Hä? Da Den war, Text ja, aber das Collector. ist doch ein Gegner. Den können doch die Fledermäuse nicht töten. Oder hast du drauf geschossen? Da, deine Fledermäuse. Ach so. Okay, vielleicht war es ich, aber nee, ich meinte eigentlich meinen Fledermaus. Ich habe einen Plumbers-Hut bekommen, den haben wir aber schon. Da muss er das Summoning ausmachen. Habe ich gerade. Ja, toll, jetzt ist hier überall Lava, das spawnt der doch nicht. Muss ich bis zu den Häusern laufen. Hast du Purification Powder auch dabei? Ja, habe ich tatsächlich schon mal gescannt gehabt. Ich frage mich, ob der Clan-Terminator auch funktioniert. Ich teste das. Aber. Dann kannst du mir erstmal, aber ich glaube Im sehr Wiki steht halt nicht. tatsächlich, dass es das Pool sein muss. Ich meine, du kannst auch gerne. Ach ne, es gibt nur Holy Water, Unholy Water und Blood Water. Es gibt kein Pure Water. Der ist leer. Genau, der hier ist leer, also kommt jetzt der hier. Jin's Curse. Ah, okay. Jin's. Mit Doppel-N. Orchard Soul stand gerade auf meinem Bildschirm. Ist die da oben gespawnt? Auch erkennt das nicht mal. So, Jin's Curse wird gelöscht. Kann der unter Wasser sein? Meine Frage, wie funktioniert das Partygirl eigentlich? Eigentlich das Partygirl, das Prinzessinnen. Prinzessin. Die Prinzessin kommt, wenn wir alle NPCs haben. Ja, aber wie ist denn das gemeint? Na, sobald der Cyborg da ist. Also ist es so gemeint. Es ist nicht so gemeint, wir brauchen eine Menge an NPCs und like, weil wir den Weihnachtsmann haben. So verstehst du. Nein. Normalerweise gilt der ja nicht so. Der Weihnachtsmann ist dafür klar. Ja, okay. Ich dachte, vielleicht braucht man eine Anzahl, sodass quasi der Weihnachtsmann den Cyborg ersetzen kann, verstehst du? Da ist einer. Da ist einer. Eine Lamina-Mask. Shit, ich kann da nicht ewig in der Lava bleiben. Ich sterbe. Da kommen die anderen Sachen. Oh, wait a minute. Ich glaube, das da. Hier ist doch dieses Ancient Cloth. Ist das nicht auch hier in meiner. Da ist es, ja, es ist auch in meiner Liste. Da, Ancient Cloth.
Die habe ich da auch gesehen, genau Desert Spirit Lamp, die ist auch hier in der Liste. Jetzt ist die ganzen Desert Items noch irgendwas da, was Desert ausschaut. Glaub nicht. Desert Spirit Lamp, Ancient Cloth. Nee, es hat schon funktioniert, ich bin doch. Dann können wir ja eigentlich auch die Desert Rüstung sogar bauen. So, ich habe uns den Typen geholt. Krass, gell? Ja, krass. Macht dein Spawn vielleicht. Oder, ja, egal. Reinkommen sollten sie ja eh nicht. Ich habe eigentlich. Oh, draußen ist ein echter Werwolf. Ja, du siehst, der schaut anders aus als ich. Ja, du bist nicht blau. Deswegen habe ich dich gar nicht gesehen. Sehr unsichtbar bin ich jetzt auch wieder nicht. Beinahe. Moon Mask. Was machst du schon wieder? Nichts. Du scheinst alles kaputt zu machen, habe ich das gehört. Nö. Was ist denn das hier? Ein Ancient Horn. Ein Ancient Horn. Ich habe selten nach Basilisk drauf und so Scheiß. So. Ich habe eins. Ah ja, das ist der Basilisk Mount. Bananasplit haben wir schon. Ja, komm. Scroll ich wieder hoch, weil Kloch wieder weiter oben. Speichern wir das hier. Ja. Okay, hier ist schon mal Chlorophyll Erz. Baren hast du mir auch hingelegt. Was sind Chlorophyll Baren hier? Chlorophyll. Erz, Chlorophyll, Barnerz und so weiter und so fort. Ach, suchen wir einfach nach Chlorophyll. Chloro. Ist das das erste Item hier? Jupp, ist es. Okay. Ich brauche mehr als 117 Waren, wenn ich jetzt alles bauen will, weil es wahrscheinlich wieder tonnenweise Waren frisst. So. Also, Chlorophyll Mask. Dann Chlorophyll Helmet. Und Chlorophyll Headgear, Chlorophyll Plate Mail, Chlorophyll Graves. Und das sind erstmal alle, die hier in der Liste sind. Ach stimmt, die gab's auch. Ich search mir erstmal die Rüstung hier. Armor. Was für ein Defense-Wert hatten die? 18. Okay. Ich werde jetzt ein bisschen Chlorophyll, ja, ja. Ordnung. Maximum Mana. Ranged. Melee. Ehrlich gesagt bin ich mir noch ein bisschen sicher, was das angeht. Aber ich nehme jetzt erstmal Melee, weil das der stärkste Kopf ist. Habe jetzt mal 61 Defense. Was? Ist der Tank? Also, ich brauche Musket Balls. Ach ja, das waren, das dafür sorgt, dass Gegner mich targeten. Also ich werde eher angegriffen. Ich weiß ja nicht, warum du so ein Accessoire hast, aber okay. Weil die Berserker-Handschuhe sind. Ja, cool. Okay, aber du bist doch Summoner. Passt das für Summoner? Ja, das passt doch nicht für Summoner eigentlich. Die sind besser, deren Effekt wirkt auf Peitsch, der Effekt vom Firegauntlet nicht. Sagt das Wiki jedenfalls. Okay.
Aber irgendwie bist du eigentlich nicht der, der getargetet werden will. Ja, na und? Ich bin der Sammler. Also, ich hab eine Peitsche als Hauptwaffe. Ja. Also, Chlorophyt Claymore, Chlorophyt Saber. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum das Ding zwei Schwerter eigentlich hat, aber egal. Claymore, Saber, dann der Parasynth, dann der Shortbow, dann die Pickaxe. Dann der Drill, die Chainsaw, die Great Axe, der Warhammer, dann die Pfeile. Reicht davon ein? Ja. Okay, Claymore, Saber, Parasmith, Shotbow, Pickaxe, Drill, Chainsaw, Great Axe, Warhammer, Arrows. Da kommen, bauen wir den auch gleich. Chlorophyll Jackhammer. Der wird ein bisschen weiter unten eingebaut. Und dann brauche ich noch Stein für Chlorophyll Brick. So. Willst du ein paar Chlorophyll Ziegel? Chlorophyll Brick Wall. Chlorophyll Brick. Okay, die sind ja interessant.
Komm, dann ziehen wir vielleicht den an. Gut, hier drin. Turtle Shell. Turtle Shell. Nicht Frozen, die normalen. Turtle Shell. Weg damit. Ach, wir brauchen. Hallo? Ah, also. Kann man die eigentlich schon benutzen? Kann man die schon benutzen? Was genau? Die Turtle Shells. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was werden die nochmal vercraftet? Boah, du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du die Rüstung vergessen hast? Oder benutzt man dafür was anderes? Ich glaube schon, dass das die Turtle Shells. Wenn du alle Materialien hast und das sind, glaube ich, nur die Shells und keine Ahnung, Chlorophyt-Barren, dann. Was spricht dagegen? Genauso wie diese komische Frostrüstung. Okay, dann gehe ich halt zum Guide. Ist der da drüben überhaupt? Hast du Lust, Frostkerne zu Wo fahren? Wo ist der Guide? Da unten. Wenn du es mir nicht sagen willst, muss es mir der Guide sagen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es da einen Haken gab. Nein. Da gab es keinen Haken. Das ist schon ungewöhnlich, aber okay. Spectre, Postplantera, Schomit, Postplantera, Beetle, Postplantera, Turtle aber nicht. Warum hat Mili noch irgendwie eine zweite Rüstung? Das hat doch nur Mili, oder? Oder? Ja. Weil die anderen nehmen ja alle Chlorophyt und Chlorophyt hätte eigentlich auch eine Melee-Ausrüstung. Das ist schon so strange. Egal, wir haben nur zwei. Korruptor-Banner. Oh, okay. Korruptor. Banner. Das lösche ich. Creature from the Deep. Creature from the Deep Banner hier. Warte mal, Fritz Banner. Fritz habe ich hier in der Liste. Wo ist Frankenstein? Hat der irgendwann anders angebaut und deswegen ist der jetzt nicht hier. Okay. Desert Spirit Banner. Löschen wir. Was machst du jetzt? Du hast ja den da unten bekommen. Bau gerade was. Was? Ich baue ein Haus. Lass mich in Ruhe. Okay. Ist immer so schwer zu verstehen, wenn du dein Headset nicht aufhast. Ja. Bald. Frankenstein-Banner. Dann das Ghoul-Banner. Hörbling. Ich bin gerade so Banner-Flow. Hörbling-Banner. Possessed Armor Banner.
schreibt man euch? Nochmal ein E dahin, okay. Werwolf-Banner. Sogar zwei Stück. Oh, Swamping-Banner. Perfekt. Muss ich gar nicht danach suchen. Das wäre super. Pirate Deckhand-Banner. Oh, perfekt, das ist auch hier. Da oben in meiner Liste. Da muss ich jetzt nur noch nach den Tom Quoller suchen. Tom Qu... Schreibe ich irgendwas falsch? Achso, der ist researched. Den hast du reingeschlägt, aber der ist schon researched. Okay, wie schaut's denn mit den Möbeln aus? Suchen wir mal nach Golden Leerzeichen Bathtub. Okay, das ist irgendwie ein bisschen chaotisch, aber okay. Golden Bathtub. Gehen wir mal mit. Golden Chair. Ich möchte nicht an die falsche Stelle klicken. Golden Door. Achso, dann habe ich. Nee. Das ist ein Sofa. Nein, die drei Dinge habe ich nicht. Golden Chandelier. Und Golden Candle. Nein, die habe ich nicht. Das habe ich. Golden Dresser. Und Golden Sofa. Dresser, Sofa. Danach die Workbench, wo die jetzt kommt. Da, Golden Workbench. Okay. Hey, load grass fall. Und dann die Smoke-Blöcke. Smoke-Block. Was ich mich jetzt gerade frage, Bubble. Muss ich vorher den eigentlichen Block wechseln? Anscheinend kann man die nicht replacen, okay. Wo ist meine Spawn-Wert? Bei 0. Keiner war davor vorher noch da. Ich will die mal 1 machen. Ich will das mal testen, wie das funktioniert. Ich kann da durchgehen. Ja, ohne Probleme. Können andere Entities da auch durchgehen, ohne Probleme? Wir haben bisher eine Stadt weg, das was spawnt. Ah, perfekt. Komm mal mit, Werwolf. Was mich ja wirklich wundert, ist, dass Terraria nur eine Art Sein. Was? Sein? Weißt du, es gibt doch mehrere Signs. Wirklich?
Also nicht aus verschiedenen Holzarten, aber es gibt mehr als ein Sign. Ich meine, irgendwo gibt es die Tombstones, die haben ja, kann man ja auch, genauso wie das, die kann man auch alle. Aber ich habe doch mal so ein Sign aus Eisen oder sowas gebaut. Ich bin mir halt nicht sicher, das kann glaube ich mehr als nur ein Sign sein. Gib die Announcement Box, wenn du die. Ja, genau, das meinte ich. Okay, da kommt ein Zombie. Kommt der hier rein? Kommt der bis zur Tür? Oder ist das für ihn eine Wand? Das ist für ihn keine Wand. Ja, okay, dann bringt das überhaupt nichts, das zu nutzen. Das ist dann nur dafür da, wenn man. Das ist doof. Habe ich den Smoke Block schon gelöscht? Ja, okay. Smoke Block, Payload, Grass Wall. Kiste, genau. Leer, leer. Oh. Ja, gut. Dann fehlt doch noch eine ganze Kiste. Nein! Ist, glaube ich, egal. Wenn ich zurückgehe, ist, glaube ich, alles richtig. Nein, ist es nicht. Ist aber ungünstig. Was habe ich vor dem Smoke Block researched? Irgendwas mit Payload. Payload Grass. Noch was? Wir haben genug. Also, du flüsterst teilweise. Da verstehe ich dich ja selbst nicht, wenn ich gerade gar nicht im Spiel bin oder ich keinen Sound vom Spiel habe. Hör, du bist geliebt. Okay, das wird zumindest gespeichert. Golden. Ach nee. Boah, ich hasse das. Wenn ich aus Versehen auf eine der Sachen in meiner Liste klicke und dann das Zeug nicht mehr gespeichert ist, was ich gelöscht habe. Ja, super. Kann nichts dafür, dass das alles links sind. A und Z. Vor allem leuchten die nicht mal blau, wie links das eigentlich tun sollten. Was willst du? Wärst du ein Ex, würdest du Steuerung Z drücken. Ja, du, ich bin zurück zur Page gegangen. Und das, was ich gelöscht habe, ist wieder da. Das hilft sehr viel. Das würde halt ein Ex nicht passieren. Glaubst du, ich kann die Liste einfach copy-pasten in Excel? Hast du das denn probiert? Ehrlich gesagt nicht. Krass. Aber ich habe auch kein Excel. Also wenn, dann muss ich das schon in Google Drive machen. Ja, meinetwegen das, wenn du das so gern benutzt. Oder in was auch immer die Leute heutzutage benutzen. Entweder LibreOffice oder OpenOffice. Ich habe auf meinem PC halt kein Office. Er ist ja auch so schwer, das zu installieren. Ach nee, das wollte ich gerade nicht löschen. Zurück. So wie das formatiert ist, wäre das wahrscheinlich. Golden Door. Ich probier's mal. Golden. Es ist halt einfach. Ich meine, es ist ja schon okay. Es ist halt einfach doof, wenn man aus Versehen falsch klickt und dann. Dann lädt er quasi wieder die falsche Datei an, statt das zu nehmen, was er halt in RAM hat. Oder hatte. Ja. Oder keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nicht genau, wo das abgespeichert ist, aber wahrscheinlich schon in RAM, währenddessen ich sehe es hier. So, Ähm.
mach's besser, so wie du es machst. Ich war bei dieser Liste. Ich hoffe, es ist ja Zeitlupe. Warum hängst du jetzt, Browser? Macht mein PC wieder eine Scheiße? Würde jetzt nichts auffallen. Ja, also ich muss mich dann verabschieden. Wieso? Ich dann duschen gehen muss. Und danach muss ich zum Plätzchen backen. Und danach gibt's Abendessen. Also bis dann. Ich dachte, er hat Zeit! Sagt mir nichts davon, dass er heute keine Zeit hat. So wirklich. Ich dachte, der kommt endlich mal richtig. Der war ja auch nur so halb da, dass er sein Headset nicht aufhatte. Ich dachte, der kommt endlich mal richtig und dann geht er ganz weg. Also wirklich. Verarschen kann ich mich selber. So, fliegendes Knife. Hätten wir auch nicht Terraria spielen können, wenn er gar nicht richtig da ist. Ich habe noch genug Videos einzustellen. Warum muss er eigentlich immer so nervig sein? Sleepy Octopod. Ja gut, wenn ich mit der Kiste fertig bin, machen wir ganz rechts. Warte, ich zeig's euch. Da machen wir weiter. Weil wenn er eh nicht da ist, kann er auch das machen. Keine Ahnung, wie lange der Part dann wird. Er hat zwar 5 Minuten erfahren. Wundert mich, dass er es mir dann nicht direkt auch gesagt hat, aber okay. Ist dann soweit akzeptiert. Dwippler. Dwippler. Quippler. Ist der Hammerrucks auch gleich hier drinne? Oh ja, haben wir hier Hammerrucksack. Ah. Dwippler. Wie heißt das Ding? Bloodthorn. Das wird doch auch hier in der Liste sein, oder? Ja, da ist es Bloodthorn. Ist ja klar, ist also Bloodmoon. Wurde ja alles gleichzeitig eingebaut eigentlich. Das Sanguine Staff ist ja auch hier drin. Das bietet sich auch gerade an. Ja, okay. Wer ist das Ding? Phantom Phoenix. Phantom Phoenix. Phantom Phoenix. Löschen wir. Squeeback hole ich mir auch gleich ins Inventar, weil ich das gerade hier auch gesehen habe. Also sind hier noch mehr Sachen, die irgendwie. Nee, nicht, also hier sind die Masken, aber like, ich glaube, die sind woanders. Skeletron! Warum triff ich hier immer Z ein? Prime. Ja, okay, das habe ich auch. Wenn der mir schon das Skeleton Prime Relic zeigen will. Das Twin Relic kannst du dann auch gleich löschen, weil es auch hier drin liegt. So. Ich wollte aber eigentlich zu. Nein, nicht seiner Trophäe, zu seiner Maske hier. Skeleton Prime Maske, die löschen wir auch. Legen wir die hier rein. Sind hier noch andere Masken? Golem, Destroyer. Ja, die Overts Army ist nicht hier.
Ogre. Wie schlecht bin ich eigentlich im Schreiben? Ogre, Ogre. Bitte was? Oh. Das ist strange. Es ist hier oben ein NA-Item, also was halt keinen offiziellen Namen hat, steht dahinter, für was das steht anscheinend. Und das heißt aber im Code Ogre Mask. Aber dann gibt es noch eine Ogre Mask, die im Code Boss Mask Ogre heißt. Interessant. Wie ist denn das passiert? Wollten sie noch einen normalen Ogre-Gegner einbauen? Oder, ich meine, like, wenn man sich später dazu entschieden hat, dass der ein Boss wird, warum nennt man es nicht um? Na, keine Ahnung. Wir werden sehen, ob wenn wir da hinten die Liste machen, cool, die Obertrophie habe ich auch, wenn wir da hinten weiter bei den Kisten bauen, ob vielleicht, ja, ob wir das vielleicht noch kriegen können. So, also ob das ein Item ist, was ich cheaten kann, ohne dass es verschwindet, werden wir sehen. Vielleicht sehen wir dann irgendwas. Oder vielleicht wird es auch einfach zu einer Ogre Mask. Visuell. Das wäre jetzt auch nicht unmöglich. Ich suche gerade nach Flash. Aber da gibt es ein bisschen zu viel. So, Flash Knuckles. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn ich das so mache, wie ich das gerade mache. Monk. Monk's Belt ist das, oder? Monk's Belt, ja. Weil es ist ja nicht direkt seine Rüste. Aber es gehört trotzdem zu ihm. Parrot Cracker. Parrot. Leerzeichen Cracker. Parrot Cracker? Whoop. Dann Chocolate Chip Cookie. Chocolate Chip Cookie. Bevor ich den lösche. Und den braucht man 10. Okay. Die anderen brauchen aber alle nur eins, die ich jetzt im Moment habe, oder? Nicht, dass ich da irgendwas verkackt habe. Wenn die mehr als eins bräuchten würden, dann. Ja, dann glaube ich nicht, dass ich sie researched bekommen würde. Drakinbanner. Drakinbanner. Genau, das haben wir hier. Das löschen wir mal. Kobold. Ah, da unten Kobold-Banner. Ist auch gleich hier. Löschen wir auch aus der Liste. Bis hier rein. Der Ocean Pylon. Der Der Ozean. Ja, ich glaube, Ozean ist die bessere Aussprache dafür. Dann weiß ich auch, wie man schreibt. Man kennt Englisch. Die Sprache, wo man Sachen nicht so schreibt, wie man sie spricht. Ah, ist Deutsch schon besser. Pixie Banner und ein Sale. Pixie. Banner. Und ein Sale. Weil die da draußen mir nicht immer auf den Sack gehen würden, diese Gegner. Also die Kiste ist jetzt leer. Hier ist meine wichtige Potion-Kiste. Und dann haben wir die Kiste, die ich da so umbenannt habe. Aber wir machen jetzt erstmal. Okay. Dann brauchen wir den die Axt. ANKH. Oh, ist ja super. Ankh Charm und Ankh Shield. ANKH. Mein wenn schon, denn schon. Meine Ankh, der ist super. Immunity.
gegen 5 mehr an Debuffs ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann machen wir STGS und speichern die Webseite hier kurz. So. Ah, wie lange ist denn der Part eigentlich schon? Hab ich mich gerade interessiert. Oh, nee. Nein, ich habe wieder auf Origin gedrückt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Knopf daneben drücken. Ah, 40 Minuten. Oh, das ist ja gar nicht mal schwach. Sachen, die du auf Hände schießen kannst, sind so geil. Kann man einfach richtig chillen und sich verstecken, weißt du? Weißt du? Ja, die werden wir bald starten. Na, ist relativ. Erstmal muss Weihnachten kommen. Genau. Servus. Ist nicht ein bisschen eng, oder? Ja, gut, ha? Die hat ja Items. Okay, wenn ich jetzt mal in meiner Liste nach ganz oben scrolle, kommt das hier. Ja, gut, okay. Ich speichere die Liste mal. Und dann öffne ich nochmal eine neue Instanz von der ID-Liste, von der Item-ID-Wiki. Genau. Und dann nehmen wir mal den, wir haben ja Ozean, kein Pylon. Doch, hat er. Er hat sogar aufgestellt, stimmt. Ja, das ist gut. Dann kommen wir jetzt auch bei unser Pylon-Network hier hin und nicht mehr über das selbstgebaute Teleportation-Network. Ach ja, es ist so viel angenehmer, wenn man Dingens ist. Es ist so viel angenehmer. Warum ist hier eigentlich Wasser drin? Na also, da denkt man sich wirklich, wie viel Wasser braucht man. Lol. Hauptsache, das ist der 200. Gnom. Also. Mein Gott, Alter. Keine Ahnung, ob das jetzt hinhaut, oder? Okay, ja, gehen wir mal nochmal alles durch. Also von 1 bis 240. Die Kiste hier ist voll. Die Kiste hier ist voll. Die Kiste hier ist voll. Jupp. Warte mal. Wo war unser erstes Item, was verschwunden ist? Das war die Lessard Restoration Potion. Wo war die drin? Wann war die im Spiel? Bin ich blind. Wir waren hier, ist keine hier. Ist auch keine hier. Auch nicht hier. Auch nicht hier. Auch nicht. Hier ist sie. Genau. Das ist theoretisch die Lesser Reservation Potion, deswegen war da auch nur ein einziger von drin. Das war das erste Mal ein obtainable Item, was ich selber gelöscht hat. Okay, wir haben also bei der 300. Ja, hallo? Doch.
Was? Bleibt wahrscheinlich doch noch ein bisschen. Achso, okay. 62, 63. Ah ja, genau, und hier fing es dann mit Kobalt an. Ja, wenn du noch nicht angefangen hast, würde ich jetzt das Haus für den Trouble mal fertig bauen. Nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Gut. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe wieder runter zu meinen Kisten. Wenn du dich noch an die erinnerst. Achso, ja. Okay, das. Ich glaube, ich habe mein Terraria auf 4 FPS runtergebracht. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Ich habe vorhin doch im Wiki ein paar hundert IDs gecopy-pastet. Und die habe ich gerade als IP eingegeben. Ja, Moment mal. Muss man. Akzeptiert das Feld wirklich so viel Text? Scheinbar, aber ich hatte gerade 3 bis 5 FPS. Sawmill, okay. Kobalt, Erz, Mithril, Erz, Adamantit, Erz. Ja, genau, hab dann. Okay. Okay. Da kommen die. Ja, Waffen mehr oder weniger. Die man aus Halo baut, finde ich die am schnellsten. Die nicht bei anderen Dingen. Hammer. Den brauche ich. Oh. Dann brauche ich Axe. Kalibur. Dann brauche ich Seeds. Die Halo, die da. Dann brauche ich Abon Sand. Okay, dann geht's wieder zu Armor. Hat Helmet. Und dann ist er Mimitriel. Dann auch wahrscheinlich Mimitriel. Ne, da kommt Baran. Bist du schon wieder gejoint? Ja. Ja, Klaus Team. Joa. Ah, oh, okay. So, wo war ich jetzt? Adamantit, Erz habe ich hier reingetan, genau. Pornhammer kommt hier rein, Excalibur kommt hier rein, Halo Seeds kommen hier rein. Dann der M-Sand Block. Kobalt hat Helmet Mask. Dann Brustplatte und dann Leggings. Dann Mithril Hood. Helmet Hat. Chainmail und Graves. Jo, dann Kobaltbaren und Mithrilbaren. Dann geht's irgendwie so ein bisschen in die Tools rein. Ja. Warte mal, Tools ist das hier. Kobalt Chainsaw, Mithril Chainsaw, Kobalt Drill, Mithril Drill. Adamantit Chainsaw, Adamantit Drill. Okay, dann kommen wir noch. Okay, dann stack ich die schon mal hier rein. Kobalt Mithril Chainsaw, Kobalt, Mithril, Drill. Adamantit Chainsaw, Adamantit Drill.
dass das hier auch alles überhaupt nicht sortiert ist. Oder wo auch immer es sortiert ist. DAO. Dauf Pau. Dann Mithril. Hellebarde. Und dann Ada. Antit Barn. Glasswall. Und die ist weiter hinten eingebaut. Okay, das kann vielleicht sogar sein. Komm. Pass. Der war, glaube ich, auch später da. Oh, das ist irgendwie witzig, weil Diving Gear ist sogar eine, die jetzt hier in der Liste ist. Also witzig, dass die anderen da angezeigt wurden. Bis, warte, was? Bis Item 500. Okay, die Kiste geht auf jeden Fall voll. Ja. Ah, Darauf Pau. Und mit Rehlhellebarde. Adamantitbaren, Glaswand, Kompass und Diving Gear. Okay, jetzt kommen ein bisschen mehr Accessories. G, P, S. Dann nochmal zwei Obsidian-Sachen ab. Obsidian Horseshow und Obsidian Shield. Oh, dann der Tinker's Workshop selber. Tinker. Geht's voran? Ja, das Housing is suitable steht da. Also, würde ich sagen, er kann jetzt jederzeit spawnen. Adamantit Headgear. Helmet Mask. Breastplate, Leggings. Okay, GPS, Obsidian Horseshoe, Obsidian Shield, Tinker Workshop, Clown Balloon, Adamantit Headgear. Okay, was waren die letzte Truhe? Die wir hatten. Schauen wir mal hier rein. Hier war keine drin. Hier war eine Shadow-Truhe drin. Und das war die letzte Truhe. Ja, also ich zähle die Dresser, aber die Dresser sind ja irgendwie größer. Die waren aber Shadow-Truhe. Theoretisch ist die Barrel auch ein Storage Container. Als haben wir eine Truhe und ich mit Shadow Truhe weiter. Ja, warte mal. Ja, da muss ich schon selber eine geben. Brauchst du den Vollmond, der gerade ist, oder kann ich die Zeit einfach mal drehen? Wieso soll ich was brauchen? Jeden Moment spawnen, so im Prinzip. Okay, das sieht richtig komisch aus bei mir, aber okay, ich ignoriere das mal. Da ist irgendwie so komisches Flickering mit der Helligkeit von der Wand. Achso, das hängt mit dem Glow der Truhen zusammen, dass es so hin und her geht. Aber trotzdem ist das strange, das ist einfach schlagartig schwarz da hinten. Ah, da ist er. Wait, 400 bis 440 kann das sein? 201 bis... ja genau, okay. 401 bis 440. Safe. Das müsste da eigentlich stimmen. Das war bis 400, das gibt mir 401 los, okay.
Adamantit Helmet, Adamantit Mask, Adamantit Breastplate, Adamantit Leggings. Jetzt wo er da ist, können wir ihn ja, ja, wo auch immer wir wollen. Ja, auch wenn er, glaube ich, manche Sachen nur in seinem Biom verkauft. Aber sonst. Hat aktuell noch nicht so viel. Muss wohl erst Pantera wissen. Ja. Das passt schon. Spectre-Schuhe. Dann Adamantit Glaive. Ah, dann ist es wieder Zoe. Tool. Hi. Wüsterchen. Toolwelt. Ja, jetzt hältst du es ein bisschen auf, ha? Lol. Ich stehe auf Null. Ich habe gerade geguckt. Die Gegner kommen nicht mehr. Ja, ich weiß, das liegt an mir, dass die kommen. Die waren vorher auch schon da. Pearl, sand, stone. Mining. Shirt and pants. Ach Leute, jetzt kommen die auch. IRID und Matt und Kobalt, Mithril. Jetzt kommt die Wall. IRI. Wall. Matt. Wall. Und Kobold. Wall. Und Mithril. Wall. Mein Kristall verteidige ich mich gegen die Gegner, weißt du? Bist du jetzt noch da? Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Kannst du das denn nicht wissen? Naja, also das Abendessen ist später heute. Also theoretisch länger. Aber wenn ich darauf verzichte, zum Plätzchen ausstechen über zu fahren. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, was du machen willst und nicht machen willst. Aktuell warte ich darauf, dass mir jemand was schreibt. Okay. Ja, gut. Adamantit Leggings, genau. Spectre-Schuhe, Adamantit Glaive, Toolbelt, Pearl Sand Block, Pearl Stone Block, Mining Shirt. Die Drax jetzt Bäume bevorzugt, statt dass ich nach Pölster darf. Du bist manchmal auch nicht wirklich der Schlauste. Geh mal in deine Optionen und Cursor und dann Smart Cursor Priority. Das ist die unterste Option da. Pickaxe größer als X steht. Ja, also sollte er die Spitzhacke doch bevorzugen. Ja, aber trotzdem hat er aufgehört, nach unten zu graben und stattdessen den Baum, der am Arsch der Welt ist, abgebrochen. Ja, dann ist es vielleicht andersrum gemeint. Ja, ich teste es nicht ganz sicher, wie es gemeint er geht, ist. Er geht instant. Ja gut, ja, da war ich jetzt gerade, aber nicht mehr auf dem Weg nach unten. Sondern in der Luft. Das kann also.
rechtfertigt sein. Ich kommt, glaube ich, auch darauf an, ob deine Hand näher am Dirt ist oder näher am Baum. Naja, wenn es in die Nähe ist, dann sollte er. Aber ich habe halt gerade die Luft angewedelt, also da kann ich es noch verstehen. Mining Shirt. Mining Pants. Pearlstone Brick. Terra nicht. Incent Brick. Mudstone Brick. Cobalt Brick. Ritual Brick. Pearlstone Brick Wall. Insecret Brick Wall. Mudstone Brick Wall. Cobalt Brick Wall. Mutual Brick Wall, Holy Water, Unholy Water, Silt Block. Und Fairy Bell. Dann Waffen. Nicht Daker. Breaker! Jetzt darf ich Torch eingeben. Es kommen farbige Torches. Blau. Rot. Ja, ich hab Plantera. Grün. Was? Plantera will ich jetzt aber nicht bekämpfen. Ich hab sie aber gefunden. Ja, aber ich will sie jetzt nicht bekämpfen. Musst du ja nicht. Du auch nicht. Will ich nicht. Okay, Waffen. Ranged. Noch ziemlich weit weg, ehrlich gesagt. Das ist nicht wirklich zu. Wo ist die Clockwork Assault Rifle? Bin gerade wieder blind anscheinend, Alter. Dann die drei Repeater, okay. Cobalt Repeater. Mithril Repeater. Ah, ne, nur zwei davon, witzigerweise. Dual. Hook. Dann, Statue. Ne, das so hier an der Parade. Das ist zu viel auf einmal. Star Statue. Sword. Statue. Slime und Goblin. Slime. Goblin. Shield. Es muss andersrum gemeint sein, er geht echt auf den Scheißbaum. Ich dreh's mal um. Bat. Fish. Ah, wundere mich, dass du das nicht gewusst hast. Dass er kennt immer Hauptbaum, was ist denn das? Ja, gut, okay. Dann weiß ich auch nicht. Nee, da ist, ja gut, vielleicht lag es jetzt daran, dass ich gerade wieder die Höhle erreicht habe und dann quasi in der Luft war. Okay. Vielleicht ist es Sorum jetzt doch nicht. Skeleton Statue. Und danke für den Hinweis, nee, habe ich nicht gewusst. Das gab's aber schon länger. Oh, jetzt kommt hier Wasser. So. Breaker Blade. Blue Torch, Red Torch, Green Torch, Purple Torch. White Torch, Yellow Torch, Demon Torch, Clockwork Assault Rifle, Cobalt Repeater, Mutual Repeater. Dual Hook, Star Statue, Sword Statue. Und dann Slime Statue. Oh. Was machen denn die hier? Sie gar nicht. Invasieren. bitte was? Ja, invaden. Invasieren. Was soll das? Invasierst du auch? Könnten die mich erunden. Oh, warte, das kann das will ich haben.
Sind die auch bei dir oder nur bei mir? Nur bei dir, Akt. Mein Gott, Mann. Ach, Giant Bow Gel. Okay, halt zumindest nett, dass sie mir ein Catalyst gedroppt haben. Sehr schön. Ich habe übrigens jetzt Chlorophyll-Pfeile mit Chlorophyll-Shotbow. Oh mein Gott, da sind Bienen drin. Nein, es sind keine Bienen drin. ja, ich habe von unten ein Bienennest rein. Das ist ein bisschen doof, weil das jetzt verdammt viel Müll ist, der gleich auf mich runterkommt. Ah, perfekt, ich kann die oben mit dem Kristall töten. So. Oh, eine goldene Uhr. Ich meine, okay, ich brauchte eh noch Drops von denen. Störe mich als jetzt leicht oder was sonst. Na egal, die Kiste. Genau, die Kiste ist voll. Da habe ich die gebaut. Jetzt 41 bis 80 geht. Ist das auch wieder so eine Werkbank? Greater Luck Potion. Vielleicht droppen die noch was Rares. Wieder ein Cutlass. Goblin Statue. Shield Statue. Bat Statue, Fish Statue, Bunny Statue und Skeleton Statue. So. Oh nein, ich hab mein Bett gegeben. Kristall, töte sie! Ich mag den Kristall. Sehr hilfreich. Kann die Gegner über mir töten. Bin ich mal sicher, ob ich weiß, wie ich gestern. Ich hab gar nicht gesehen. Ich freu mich mal zu dir. Diese Chlorophyll-Pfeile sind auch so interessant, die prallen von der Wand ab. Das kommt hier hin. Nein, erst brauche ich nicht zweimal. Goldene Toilette habe ich auch bekommen. Oh, goldene Truhe. Auch nicht schlecht. Goldenes Bücherregal. Warte mal, ist das nicht ein Summoning Item? Ja, ist es. Was denn? Noch craften? Willst du ein neues Summoning Item? Achso, die Piraten? Nee. Ja. Mach Piraten nicht, der scheiß nicht mal hin. Das stimmt wohl. Okay. Okay, gut. Dann bin ich erstmal set mit dem Zeug, was ich jetzt im Inventar habe. Also, wo war ich? Reaper Statue. Woman. Woman Statue. Imp Statue. Gargoy Statue. Dann Gloom Statue, Hornet,
Dann Bomb. Crab. Hammer. Potion. Nein, nicht Pot. Potion. Und dann Spear. So. Oh. Achso, ich bin so voll, dass Sachen jetzt da reingegangen sind. Ich wollte gerade sagen, ich habe die falsche Tür. Ich hab den besseren Bogen in Anführungszeichen. Aber warte mal, die hat gar keinen Bogen, die hat auch so ein Ding wie ich. Hör mal grad so auf. Die sind sogar irgendwie leicht zielsuchend, diese Pfeile. Oh. Fühlt es einfach der Input. Ich habe schon ein Cutlass. Sailor-Shirt, das habe ich schon. Ich kann dir aber sagen, Flying Dutchman habe ich hier unten nicht. Also von denen kann ich dir keine Dropsticks geben. Anscheinend will das Schiff nicht unter Wasser fahren. Okay, Gloom Statue. Hornet Statue. Bomb Statue. Crab Statue. Hammer Statue. Potion Statue. Spear Statue. Oh, da war eine. Aber nein. Ist auch ein Witzbold. Ja, die habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Hier ist noch eine zweite, was? Die habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, was machst du denn da unten? Eine Arena für Plantera bauen oder so? Nee, ich habe von dem Plantera Ball versuche ich bis zur Oberfläche zu graben. Und das ist jetzt gerade nur schwer, wieder dorthin zurückzukommen nach meinem Tod. Wie nach aus deinem? Dem Hive mit Haufen Honig drüber. Das muss ich jetzt erstmal seitlich abfließen lassen. Ach, du bist vorhin explodiert. Ja, da war eine Goldkiste. Guten alten Goldkisten. Wo war ich? Ja, genau. Kreuzstatue. Dann, Jelly. Fischstatue. Dann, Bow. Statue. Dann, Boo. Meringue Statue. Boot? Achso, damit sind Schuhe gemeint. Boot. Statue. Dann Chest. Statue. Dann Bird.
Statue. Dann Axe. Statue. Dann Korrupt. Nicht Waterfall. Statue. Tree-Statue. Anvil. Mal Honig. Ja, da unten ist halt Honig. Das ist halt so. Quas, Jelly und Bow. Boomerang, Boot, Chest, Bird, Axe, Corrupt, Tree, Anvil. Dann Pick, Axe, so viele Statuen, Alter. Pickaxe, Mush, Ruhm als Statue, dann Eyeball als Statue. Jetzt nicht dein Scheiß Ernst, es kommt gleich die nächste, Alter. Ich will doch nur mein Zeug einsortieren, Mann. Ich stelle mein Inventar, wenn sie Scheiße droppen. Und du fightest ja nicht gegen die. Aber ich brauche jetzt ein paar Sticks, einmal. Sun. Flower. Oh, einer von denen hat anscheinend sogar eine Pirate Trap. Oh. Oh, ihr seid alle da oben gespawnt oder die spawnt nicht? Das ist jetzt sogar gut. Dann könnte ich vielleicht sogar chillen. Wenn die wirklich nicht mehr spawnen. King. Statue. Queen. Statue. Oh, Piranha. Ja, Statue. Ich frage mich eigentlich, hier ist ja dieser Asphaltboden. Ich frage mich, ob die auch darauf schneller laufen. Ich bin mit den Statuen fertig, zumindest mit denen. Irgendwann kommen wahrscheinlich noch die Buchstabenstatuen, aber die wurden erst viel später eingebaut. Okay, Pickaxe und Mushroom. Eyeball, Pillar, Heart, Pot, Sunflower, King, Queen, Piranha, Planked Wall. Okay, Wooden Beam. Wood Beam? Nein. Wood EN. Da, Wooden Beam. Rein damit. Das ist Item 480. Oh. Muss eine von deinen Fackeln entfernen. Sonst steht die im Weg für die nächste Truhe. Bis 520? Ich glaube schon. Ja, das müsste passen. Weapons. So. Adamantit. Repeater? Ach. Ich hätte damit rechnen müssen. Adamantit Schwert. Oh, die anderen beiden kommen jetzt auch. Kobalt Schwert. Weißt du, das Kobalt Schwert erinnert mich ein bisschen an das Muramasa. Brauch ich. Was? Ja, bestimmt. Ich frage mich, ob das Absicht ist. Ah, noch Blood Moon, warum nicht?
Der Mooncharm. Dann der Wula. Der normale. Dann der Crystal Ball. Dann noch der Disco Ball. Warum nicht? Ist ja auch ein Ball. Dann Emblem. Sorcerer. Warrior. Und Ranger. Genau, okay. Das hat quasi mit dem Beam aufgehört, genau. Okay. Adamantit Repeater. Adamantit Sword. Cobalt Sword. Mithril Sword. Mooncharm. Wola. Disco. Crystal Ball. Disco Ball. Sorcerer Emblem. Warrior Emblem. Und Ranger Emblem. For good measures. Ah, warte mal, ich muss mal auf eine Waffe gehen, die nicht die ganze Zeit schießt, wenn ich hier den Klick mache. Ich habe übrigens auch einen Chlorophyt-Zapper gebaut. Warum nicht? Dachte ich mir. Ring. Ah, okay, es sind gar nicht so viele da. Ey, das ist so witzig. Alter, wenn du die Wings anschaust, die Demon Wings und die Angel Wings, die schauen einfach so altmodisch aus im Vergleich zu den anderen. So. Einfach weniger Detail. So krass, dass man das so krass merken kann. Ah, okay. Demon Angel. Demon Angel. Gehen wir zurück zu den Waffen. Ich brauche die Harp. Magische Harfe. Dann brauche ich. Warum denn jetzt noch eine Solar Eclipse? Die Rainbow Ward. Die Ice Ward. Dann noch die Neptune Shell. Neptune Shell, ja. Dann das Maniquin. Dann die Greater Healing Potion. Ja, okay. Greater Healing. Und dann noch die Greater Mana. Dann Pixie. Dust. Dann Crystal Shard. So, machen wir die Kiste hier auf. Demon Wing, Angel Wing. Magic Harp, Rainbow Ward, Ice Ward, Neptune Shell, Maniquin, Greater Healing Potion, Greater Mana Potion. Pixie Dust, Crystal Shard. So. Ah ja, Clown Kleider. Clown. Hut. Shirt, Pants, Flame, Thrower. Ah, jetzt kommen die Crafting Items, die Bell, die Harp. Dann kommt die Wrench, die rote, um genau zu sein. Der Wire Cutter. Wire Cutter. Dann der Active Stone Block. Active Stone. Inactive Stone. Dann der Lever. Okay. Clown Hood, Clown Shirt, Clown Pants, Flamethrower, Bell, Harp, Wet Wrench und Wirecutter.
aktiver Steinblock, inaktiver Steinblock und Lever. Dann brauchen wir wieder Waffen. Laser, Rifle, Crystal, Bullets, Holy Arrows, Magic Dagger, Crystal Storm, Cursed Flames, Soul of Light und dann Night. Soul of Light, Soul of Night. Dann Cursed Flame, Cursed Torch, Forge, Elementite. Okay, Laser Rifle, Crystal Bullets, Holy Arrow, Magic Dagger, Crystal Storm, Cursed Flame, und Soul of Light. Bis zu welcher geht das? Oh, okay, das sind noch ein paar. Okay, wieder zwei Torches entfernen. Bis 1, 2, 3, 4, 560. Okay, Soul of Night, Cursed Flame, Cursed Torch, Adamantine Forge. Ritual Anvil, Uni, Kornhorn, Shard, einmal Dark, einmal Light, Red Pressure Plate, Vaya, Bell Tome, dann Star Cloak, Mega Shark Shot Gun, Phil Sapphire Stone. Okay. Anvil Horn. Das ist auch das Richtige, ja. Dunkelner Lichtschart. Red Pressure Plate. Wire. Was machst du da im Dschungel eigentlich? Hab immer noch, aber ich bin fast oben. Warum genau machst du das überhaupt? Sollen wir Pantera an der Oberfläche bekämpfen, oder wie? Nein, es geht nur darum, dass wir schnell runterkommen zu dem Pulp, den ich gefunden habe. Wow, dann den zerstören wir einmal und dann ist er weg. Aber okay. Ich hab's jetzt fertig. Ich meine, wir müssen mindestens noch einen zweiten finden, wenn wir nur zwei Treasure-Bags kriegen. Spelltome, man kann die ja leider nicht beschwören. Starcloak, Mega Shark, Shotgun und The Sapphire Stone. Titan, Glove, Cobalt, Enniginata, Switch. Kann jetzt durch den kompletten Dschungel bis zur Hölle runterfallen. Okay. Schön. Dark. Total unnötig, ich weiß.
Trap. Bist du eigentlich dafür, dass das Kobold-Schild Crafting-Rezept kriegen sollte? Nur wegen am Namen. Es ist jetzt nicht wirklich selten, also wozu die Mühe? Also eigentlich spricht das eher dafür, ja, warum nicht? Weil Schaden tut es ja nicht. Naja, wenn man keins im Dungeon bekommen hat, dass man dann sicher eins kriegt, wenn man im Hard-Mode ist. Ja, spätestens dann ist es eh obsolet. Braucht man nur zum Weitercraften. Ja, also warum nicht? Ich meine, obsolet würde ich es jetzt nicht nennen, weil, like, Angstschild ist wirklich gut. Also, es ist definitiv ein gutes Item zu haben. Und kein Knockback haben ist definitiv im Hardmode, finde ich auch sehr wichtig. Bei den Gegnern ist es teilweise so gibt. Also. So, ich bin fertig. Okay, grüne Pressure Plate, graue Pressure Plate. Oh, die Piratenmap. Braune Pressure Plate, die lag da. Das ist schön, wenn die anderen zwei noch in der Kiste sind, dann haben wir jetzt drei. Aber da sind sie ja. Oh, wir hatten noch gar nicht. Ja, okay. Mechanical Eye. Hab sie gescannt. Cursed. Arrows und Bullets. Könnte ja angeln, aber da habe ich echt keinen Bock. Okay, Titan Glove, Kobalt, Niigata. Switch. Ich muss nicht Boulder. Green Pressure Plate, Grey Pressure Plate, Brown Pressure Plate, Mechanical Eye, Cursed Arrows, Cursed Bullets. Oder Bullet. Ja, Bullet. Wird hier nicht in der Mehrzahl geschrieben. Dann haben wir wieder Soul. Soul of Fright, Might und Sight. Dann haben wir wieder eine Waffe, den Gunknir. Jetzt haben wir Rüstung. Und zwar die Hayload. Und das ist andersrum gemacht. Also jetzt kommt erst die Plate Mail und die Graves und dann kommt die Helme. Und dann kommt der Helmet. Und die anderen kommen erst später. Jetzt kommt das Cross Necklace. Cross Necklace. Strange. Vielleicht haben sie erst gedacht, dass sie nicht verschiedene Hüte machen. Und deswegen dann erst noch zwei andere Items eingebaut, bevor sie dann. Oder vielleicht hat es auch gar keine Bedeutung. Und die sind einfach komisch. Mechanical. Worm? Einmal hat ein Shiny Rayquaza in einem Jubelball gefangen. Mechanical ist und geil. Das Shiny Rayquaza, dass es überhaupt gespawnt ist, hat 167 Stunden gebraucht. Welche Edition? Eine von den beiden neuen. Okay. Ja, ich hab mich jetzt gewundert, wenn ein Diamant und Perlen Rayquaza fängt. Aber darum ging's mir jetzt. Also, welche Edition? Ja, weiß ich nicht. Weißt entweder du? Leuchtende Perle oder strahlender Diamant. Hä, aber du hast gesagt, nicht in den neuen. Was? Doch. Eine der beiden neuen. Ich weiß nur nicht, welche er spielt. Das sehe ich also, nicht. Aber er hat also, die Alga. Ich habe keine er verstanden. Wir hatten die Alga, also muss. Warte mal, Rayquaza ist dritte Gen. Du hast schon irgendwo recht. Ja, ich meine, vielleicht gibt es da. Ich glaube, irgendwas gab es da. Ich glaube, da, wo der Pakt der Freunde war, ich glaube, da gibt es jetzt Legis. Aber jetzt kann man in jedem Spiel die Hälfte aller Legendären sammeln. Das ist doch. Oh. So oft will ich die doch gar nicht. Aber gut, für die anderen Leute ist es nicht schlecht. Ja, gotta catch them all und so. Ich meine, ist ja okay. Es sind ja auch nur Legis. Aber ich trade mir die lieber hoch, das habe ich irgendwie mehr Spaß. Ja, das ist auch mein Plan. Und ich fange sie trotzdem alle noch. Aber, naja. Ja, du willst ja, dass sie alle deine Trainer-ID haben. Das können sie natürlich auch noch haben, wenn du sie alle in dem Spiel fängst. Außer, ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Mehr, vielleicht. Es darf auch eine alte ID von mir sein. Ich habe extra eine Excel-Liste. Ach so, okay. Wie läuft denn das überhaupt mit der Bank? Also mit dem Home? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gekauft. Hast du noch nicht? Ja, aber eine Box hast du ja früher eigentlich. Ja, die ist halb voll.
Ja, gut. Und wie läuft das da drin, wenn du jetzt Zeug von deiner Perl oder Tennis du hast, Pokémon warte. Home kann ich Kannst nur du? mit Pokémon Go, Du hast. Pokémon Schild und mit Let's Go Evoli zusammen benutzen. Ja, aber du hast zwei Spiele, die damit kompatibel sind oder nicht? Schon, oder? Ja, wenn ich Let's Go Evoli endlich mal anfangen Also, würde zu spielen. okay, also weißt du noch nicht, wie das jetzt wäre, wenn du da, ob das dann als deine Pokémon zählt oder ob dann, weil du hast ja dann trotzdem in den beiden Spielen eigene IDs, die Nee, sind ja also nicht gleich. die neuen Spiele, für die sind es fremde Pokémon. Man kriegt also den XP-Boost beim Trainieren und der Freundschaftswert ist natürlich resettet. Das zählt also genauso wie jetzt, wenn es ein Trading-Pokémon wäre. Ja. Okay. Ja, aber es steht halt mein Name drin und ich weiß, dass das die ID von meinem Spiel sonst was ist. Also, naja. Darum geht es mir eigentlich nicht. Und Okay, wenn Eventpokémon dir sind immer das noch. so wichtig ist. Ja, ich wollte einfach nur sicher gehen, dass mein Living Dex, wenn der fertig ist, aus 100% legitimen Might, Pokémon besteht. might, might. Deswegen, wenn ich in Alpha Saphir gucke, nach Okay. Vulkanion zum Beispiel oder Hooper, dann gibt es davon Dutzende. Und dann haben die alle auch noch ein super seltenes Item, Goldkronkorken meistens dabei, Mega-Moves. und verlangen einen Raupi dafür. Weißt, Ja, es right. ist halt nicht gerade, was ich legitim nennen würde. Deswegen bin ich fast Das froh, dass ich kann jetzt man in Schild verstehen. tatsächlich nochmal die Ultrabestien fangen kann, weil da gibt es eine, die habe ich mir tauschen Nicanicobar. müssen, weil es die nur in Ultrasonne gibt und Ultrasonne habe ich ja nicht. Mechanical Skull. Okay. Koplossio oder so. Ja, abgesehen davon habe ich natürlich trotzdem ein Problem, weil Pupa habe ich verpasst, Diancie habe ich verpasst. Arceus, keine Ahnung, ob es das jemals gab oder nicht. Hole ich mir aber, denke ich, aus meiner Platin-ROM. Ja, du kriegst es auf jeden Fall hochgetradet, Es ist halt eigentlich. halblegitim, weil klar ist es im Spiel legitim erreichbar, aber das Event wurde damals nie getriggert, wenn ich mich richtig erinnere. Also kann es eigentlich keiner aus der Original vierten Gen haben. Naja, außer er gibt sich eben das Basis-Item, was dafür notwendig ist. Was Ja, halt nicht und verteilt das wurde. wurde halt nie offiziell verteilt. Also ich bin gespannt, ob ich das hochtraden kann. Aber es Also ich muss ja. glaube nicht, dass der dich da jetzt aufhalten wird. Ja, wenn Nintendo Ich einfach meine, sagt, alles ich gefangen mein, vor. pass mal auf. Ab wann macht er denn einen Check? Ab Schwarz und Weiß quasi, oder nicht? Weil von Schwarz und Weiß zieht das ja dann, oder? Erst, wahrscheinlich erst, wenn man es na, wie nennt sich's nochmal? Pokémon Home ist das neue. Wie ist es an der Pokémon Bank, genau. Ja, Erst, wenn man es der in Pokémon Poke Bank. Mover, das ist ja das Programm. Und der moves ja von Schwarz und Weiß weg, oder nicht? Ja, genau. Ja, genau, ja, das sollte passen, weil es gab auch ein Event Arceus, weil es gibt ja ein. Also, wenn du Arceus nimmst und es in deine Heart Gold Soul Silver packst, gibt es da drin ein Event, was damit passiert. Weiß nicht, ob du das weißt. Nein. Ja, und genau deswegen müsste das dann quasi auch funktionieren, weil sie extra auch eins verteilt hatten, damit das halt möglich war. Und der Arceus-Event. Wenn du im Besitz eines speziellen Arceus bist, ja, aber wie soll man das überhaupt bekommen haben? Ja, über eine andere Edition halt. Oder halt über Nein. ein Verteilungsevent. Es gab auf jeden Fall Dialga, welche Palkia damals. oder Giratina auf Level 1. Genau. WTF. Ach, natürlich nur in Japan war das Event, wie immer. Oh, ja, okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das mit einem deutschen Spiel auch kannst und dass die ganzen Dialoge eigentlich auch übersetzt Braucht sind. nur ein Also wundert mich Arceus dann schon. mit einer schicksalhaften Begegnung. Ja, Also, wenn man genau. es im Platin fängt, ist es keine schicksalhafte Begegnung. Wie? Eine schicksalhafte Begegnung kriegst du bei Events. Wenn ich es im Platin fange, dann steht da, wie auch immer dieser Berg heißt, wahrscheinlich. Ja, aber ist das jetzt ein Problem? Ja, weil da steht, es muss ein Arceus sein, welches in einer schicksalhaften Begegnung getroffen wurde. Also würde es mit Platin Arceus nicht gehen. Dann will ich aber mal gerne wissen, wie die YouTuber das gemacht haben, die das gezeigt haben. Keine Ahnung, ich sage Also, nicht nur, was da steht. ich Aber würde von interessant. ausgehen, dass jedes Arceus funktioniert, was du dir sonst hergeholt hast. Mich würde es wundern, wenn die das so ins Spiel rein hardcoden, dass das ganz bestimmtes sein muss, mit dem es funktioniert.
Ich speichere mir das auf jeden Fall ab. Ich bin am überlegen, ob ich mir die irgendwann hole. Du kannst es ja einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. Level 1 die Alga Palkia und Giratina zu haben. Man muss aber sagen, du kannst dir nur eins auswählen. Also du musst dann irgendwann wieder zurück. Also entweder du spielst das Spiel nochmal durch oder du holst den älteren Safe oder so, damit du dann das andere holen kannst. Ja, genau das. Du speicherst vorher einfach. Dann tauschst du jeweils nur das eine Pokémon raus, willst ja keine anderen. Ja, ja, aber du musst ja anders speichern, weil im Spiel speichert er ja, wenn du ins Trading gehst. Also. Ja, aber es ist ja, ich habe ja eine .sav, die ich einfach kopieren kann. Du hast ja da Dinge. Du hast ja, glaube ich, auch ein Action Replay oder so. Das ist vollkommen unnötig. Ich habe Heart Gold, Soul Silver nicht in echt. Ja, okay. Gut. Ich dachte, du wolltest das jetzt vielleicht nicht sagen. Aber okay. Ja, haben wir jetzt zu sehr über das Thema geredet. Ich habe eine echte Schwarz 2, die habe ich mir extra gekauft, damit ich meine Pokémon aus der vierten und dritten Gen hochtraden kann. Headgear. Und Pokémon aus ROMs sind meines Erachtens immer noch legitim. Solange man mit den ROMs nicht irgendwie rumgemacht hat. Genau. Nachdem ja, ich eben nur so durchgespielt habe, will ich ja trotzdem meine Pokémon hoch. Deswegen sehe ich meine auch als legitim ab, die ich zusammen mit dir gesammelt habe in den ersten beiden Spielen, ja. Wo wir dann weitermachen werden, irgendwann mal mit weiteren Spielen. Mir ist aufgefallen, in Diamant habe ich tatsächlich die meisten Pokémon in Meisterbälle gefangen. Als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, warum? Hast du halt ein paar Meisterbälle geholt? Ja, und die fange ich jetzt alle nochmal neu, weil ich keinen Living Dex möchte, wo dutzende Pokémon in Meisterbällen drin sind. Also, ich würde das jetzt nicht für unmöglich ein... Ja, natürlich kann man Meisterbälle farmen, also, und ich weiß, dass ich das in Rubin Saphir auch gemacht habe. Also, ich werde in eine der Pokémon-Versionen mir auf jeden Fall Meisterbälle multiplizieren, mittels dem Glitch. Also in der ersten Gen, mittels Missing No. Das habe ich vor. Ich stehe auf meiner Agenda. Eine Sache, die ich machen werde. Ich bin ziemlich sicher, dass das keine legitim gefarmten Meisterbälle sind, zumindest größtenteils. Naja, es ist ein Meisterball, der vermehrt wurde. Mit einem Glitch. Ich sehe das als legitim genug an. Ja. Da hat ja jeder seine eigene Definition im Endeffekt, was er für sich okay findet. Und das ist ja, ja, du musst nur mal auf eBay schauen, das ist doch echt schrecklich. 100% legitim, 6 EV31, Shiny, alle Starter, mit deiner Trainer-ID und Name. Ah ja, genau. Also deiner Trainer-ID und Name, das kriegen sie, glaube ich, nicht legit hin. Die anderen Sachen, klar, okay, die können definitiv ja, aber das züchten, das aber... Legit gefarmt wäre, ein legendäres mit 631er EV, ich weiß gar nicht, ob sowas spawnen kann. Und wenn das jemand da hinkriegt, 10.000 Stunden, dann wird das nicht für 5 Euro verkauft. Also ich denke mal schon, dass die alten Legendären schon mit allen EVs, weil die definitiv noch keine Logs hatten, aber bei den neueren gibt es ja definitiv teilweise Logs, dass die keine Shinies sein können, also weiß ich nicht, ob sie die Stats vielleicht auch locken, so ein bisschen Ding. Ja, also ich hasse es, dass das in der 8. Gen immer noch möglich ist. Obwohl man muss ja sagen, man kann ja diese unsichtbaren Werte im Endeffekt ja jetzt auch hochtrainieren mit den neuen Funktionen, die es da gibt. Also von dem her ist das eigentlich nicht mehr so relevant, wenn man es so nimmt. Wo ist denn eben? Ja. Legitim ist es, wenn du es in einem Original-Pokémon-Spiel gefangen hast, ohne die Shiny-Chance auf 100% zu stellen und so ein Scheiß. Also, ja. Oh, ich bin wirklich schon hier angekommen. Okay, Mechanical Skull ist der letzte, den ich hier reingebaut habe. Headgear, Mask und die Slime-Krone. Ich find's halt blöd, wie Leute Fake-Event-Pokémon verkaufen.
561 bis 600. Oder das aktuelle Event mit den Shiny Tarsian und Summer Center. Das ist auch schon wieder. Du kannst auf eBay auch schon wieder für 5 bis 10 Euro, was weiß ich, diese Codes kaufen von irgendwelchen privaten Leuten. Alternativ kannst du auch einfach googeln, bei welchem GameStop in Irland oder Großbritannien du den Code per E-Mail bestellen kannst. Aber Leute, die sich nicht auskennen, werden dann halt einfach ausgenutzt und abkassiert. Ja, ja. Ich meine, wenn ich mich nicht auskenne, dann verstehe ich auch nicht, warum man denn dann Geld ausgibt, aber okay. Was ich noch in Ordnung finde, wenn auch grenzwertig, ist, wenn es wirklich ein Event ist, bei dem es halt keine Online-Möglichkeit gibt und du musst hinkommen. Und dann kaufst du dir diesen Zettel, wo du noch die PIN aufrubbeln kannst und kriegst die per Postkarte zugeschickt oder so, dafür dann 1,55 € zu zahlen oder was auch immer, 70 Cent Porto aktuell, kann ich noch, ja, finde ich noch in Ordnung. Okay. Das ist für manche Leute die einzige Möglichkeit. So, ich muss jetzt ein paar Musikboxen farmen. Ja, in Ordnung, ich muss noch einen Boss killen hier. Ach ja, so unkonzentriert. Weil ich bin jetzt mit den Kisten bis bei meiner Liste eingekommen. Ich brauche jetzt die Musicbox Tidal und die muss ich craften und dafür muss ich noch ein paar Musicboxen farmen, dass ich die craften darf. Also craften ist echt kann. Schon so weit mit diesem Lager? Okay. Das Lager ist aktuell... Warte. Also 564 ist die letzte Nummer, die ich reingelegt habe. Ey, das ist voll der Gag. Es gibt über 5000 Items. Das ist jetzt quasi 1%. Okay, doch nicht so voll. Oder? Habe ich richtig gerechnet? 1%? 50 hast du gesagt. Ne, 10% sind das doch, oder? 500 und 5000 Items. Ja, genau. Bin ich bei 10%. Ja. Okay, suchen wir mal. Also Overworld. Overworld hab ich. Genau. Dann Eerie hab ich. Dann Night hab ich. Dann Underground. Hab ich den nicht? UNDERG. Ach doch. Habe ich nur falsch geschrieben. Underground habe ich. Dann Boss. Boss 1 habe ich. Dschungel. Habe ich auch. Shit. Unity Day ist jetzt vorbei. Oder läuft der bis 18? Underground Korruption. Hey. So. Sind das alles welche, die ich habe? Hab ich denn? Aber ich habe den Underground, glaube ich, nicht. Underground. Das habe ich. Oh, vielleicht bin ich einfach blöd. Vielleicht habe ich sogar alle. Muss mal kurz zum. Das craftet man am Tinkerer Workshop. Wahrscheinlich, weil das eigentlich Services sind. Ja, eigentlich sind das ja Services. Ach nee. Ach, warte, ich muss mal hier hinstellen. Hallo Goblin Summoner, willst du mir jetzt noch ein paar Items geben? Shadow Flame Knife habe ich schon. Wow, die machen mir einen Schaden, die beiden Typen. Ja,
Panik Girl ist aber auch stark. Das war eine Bombe von ihr, da war der Gegner weg. Alter, der Kristall macht oh, 100 Schaden. Wie krass, dass der so stark ist. Die NPCs sind echt gut. Was droppt der jetzt? Den Bow, den habe ich auch schon. Die Hextoll brauche ich, glaube ich, noch. Das war, glaube ich, alles, was mir noch von dem fehlt. So, wo war ich jetzt? Music Boxen wollte ich mir geben. Overworld Day. Eerie. Night. Boss 1. Dschungel. Korruption. Untergrundkorruption. Halo. Untergrund Halo. Oh, ich habe Untergrund an sich, glaube ich, übersehen. Untergrund. Oh. Hat er mir jetzt was Besonderes? Boss 2 fehlt mir gerade auch. Und dann noch Boss 3. Da muss ich irgendwie Platz schaffen. Hä? Achso, ich habe von den Dingens gegessen. Okay, perfekt. Oh mein Gott, Alter. Sterbt! Ah, perfekt. X-Flame Door. Die wollte ich haben. War ich das einzige, was ich haben wollte. Ah, das kommt hier hin. Dann kommt die einfach hier hin. Das kommt hier hin. Könnt ihr mal weggehen, dass ich den hätte. Mach die Tür hier schon gar nicht mal zu, weil. Oh, warte mal, da ist ja noch ein Sammler. Ey, lass doch den Clovia in Ruhe. Der hat ja nichts getan, ja. Ich frage mich eigentlich, ob die NPCs mit der Welt leveln. Schon anwesend, oder? Ach, du bist gemutet. Okay. Ach, die Frage habe ich gehört. Es ist witzig, dass du das ansprichst. Das habe ich nämlich heute erst gelesen. Tun sie abhängig davon, welche Bosse wir schon besiegt haben. Da gibt es quasi unterschiedliche Buffs. Genauso wie dieses Item, das wir benutzt haben, ja auch ein Buff ist. Ach so, aber das ist quasi separat. Okay, ich dachte, dass es an dem Item liegt, dass sie überhaupt so stark sind, dass sie stärker werden. Aber okay. Dieses Item hat ihnen 6 Defense gegeben und 20% extra Damage, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und andere Events, zum Beispiel Hard Mode betreten, gibt auch plus Defense und plus Angriffsstärke. Ja, das ist zumindest gut, weil sie dann nicht mehr so leicht verrecken. Ja. Ich meine, like. Wenn die Viecher nicht immer die Türen ausreißen würden, die könnte wahrscheinlich alleine gegen die Armee kämpfen. Wegen Bomben, wegen Granaten. Der Skull über den Summoner auch ganz schön damit gemacht. Clovia. Größte Boost ist der Hard Mode. Ah, ansonsten, ja. So wie es ausschaut, Pre-Hard Mode Bosse plus 3 Defense und 10% Attack. Und ab Hard Mode dann plus 6 und später 8 Defense und 15% extra Damage. Die hier ist leer. Genau. Okay, Music Box Title wird researched. Ich will die mal anziehen. Kann ich die in Social Slot anziehen?
Ja, das ist die Titelmusik. Warum setze ich die denn jetzt ein? Okay, wieder zurück zum Meer. Okay, zum Ozean. Dann wieder einmal runterfallen. Als Fischmensch. Ich bin Fischmensch. Okay, dann können wir das hier schließen. Dann haben wir hier Musicbox Title. Den haben wir jetzt researched. Das heißt, wir können sie jetzt hier raus aus dieser Liste löschen. Und dann kann ich sie hier reinschmeißen. Und das ist auch genau die Hälfte in der Kiste, ist auch richtig. Okay, aber da kommt trotzdem noch. Also ich habe, denke ich, noch eine halbe Stunde. Okay. Ich weiß nur nicht, was ich noch tun soll, weißt du? Underground, Boss 1. Aber was nicht? Ich will irgendwie nichts Großes bauen. Ich möchte halt die Plantera ja eigentlich noch nicht machen. Ja. Eine Event-Arena habe ich aufgeschrieben. Korruption. Das wäre das Einzige. Underground, Korruption. Halo ist hier. Und dann nochmal Underground Halo. Also, aber der kommt erst, nachdem ich mir Boss 2 ins Inventar gegeben habe. Und dann Boss 3. Und dann Solo Flight. Oh, achso. Gut, stimmt, klar, die gibt's auch noch. Okay, Musicbox Title. Musicbox Underground, Boss 1, Jungle. Underground, Boss 1, Jungle. Underground, Boss 1, Jungle. Korruption und Underground, Korruption. Korruption und Underground, Korruption. Ich finde das nicht irgendwie. Mehr. Manche von den Musicboxen da einfach aus wie so ein Stück Käse. Ich komme nicht mehr rauf, WTF. Wie, du kommst nicht mehr rauf? Ja, da steht nur Connecting to. Und ich kann canceln. Willst du mich jetzt verarschen? Ich dachte, dieser Fehler ist weg! Ja, scheinbar nicht komplett, aber bisher hat es gut funktioniert. Werde ich jetzt aber selber auch nochmal probieren. Ja, mach ruhig. Ich war jetzt, glaube ich, seit der Server an ist zweimal drauf. Das wäre jetzt quasi das dritte Mal gewesen. Hat auch bei mir funktioniert. Ja, auch dreimal. Ja, komisch. Okay. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Jetzt connecte ich halt nochmal. Ja, es wird jetzt nicht auftreten. Das ist ja wahrscheinlich kein Schimmer, was da der Grund ist. Also soll ich den Server jetzt neu starten? Wenn du mich rauslassen willst, ja. Ja, keine Ahnung. Du solltest eigentlich connecten können, aber... hallo? Ich hab doch... Die IP ist korrekt, mehr kann ich dir nicht sagen. Warum genau hat er vorhin gesagt, den will ich comment? Jetzt braucht er wieder 5 Jahre zum Pergaben. Ich glaube, das Coup Dark Souls ist gerade kostenlos bei Epic. Remnant von The Ashes. Ich muss den Link nochmal neu reinposten. Und wehe, du kommst jetzt nicht drauf. Ja, Moment. Warte. Heißt das, ich muss nochmal canceln und dann nochmal drauf drücken, oder? Weil ich bin jetzt nicht automatisch reingekommen. Ich weiß nicht, funktioniert. Versucht dein Ding denn gerade noch überhaupt noch zu connecten? Ja, weiß nicht, was Terraria genau macht, aber da steht einfach nur Connecting to deine IP, Doppelpunkt und. Okay, ich geh nochmal auf die Seite! Mein Gott, hat Mann. Hat die IP geändert? Am Tag? Ist ja auch nicht wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, du sollst jetzt kommen, Punkt. So. Mein Gott, Mann. 8-4. Ja, ich denke nicht, dass ich das Spiel neu starten muss. Das wäre ja blöd. Ja, weiß ich nicht. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die noch genauso ist, wie sie dort steht.
Warte mal. Oh mein Gott. Was? Hier, da hast du dich verschrieben? Nein, ich habe die IP von gestern genommen, die noch nicht gelöscht wurde. Ist das dein... Aber du warst doch schon mal hier. Du musst die doch nicht nochmal eingeben. Die speichert er doch sowieso. Die kannst du aber nochmal draufdrücken dann. Diese Zeilen, die da unten drunter sind, die ignoriere ich eigentlich immer. Ja, aber genau das sind die Dinge halt. Ja. Kopierst die IP von gestern. Egal. Kein Fehler. Ja, die habe ich noch nicht gelöscht. Ja. Du hast doch sicher schon alle möglichen Fallen und so weiter gescannt. Aber wobei, so wichtig ist das eigentlich. Worum genau geht es dir, bitteschön? Dart-Traps, aber ja. Ja, worum geht es dir? Was willst du von mir? Ja, keine Ahnung. Eine Event-Arena erfordert doch eigentlich Fallen. Oder was nicht? Was für Fallen? Ich könnte die Dart-Arena einfach umbauen. Wir brauchen eigentlich nichts. Okay, dann ignoriere mich. Also, wir sind da wir im Johnny-Mode sind, sollte es ja kein Problem sein, alles selbst zu töten. Wir brauchen also nur eine Handvoll Plattformen. Was willst du von mir? Denk mal nach. Die meisten Fallen sind im Tempel. Ja, die gut. Willst du da Traps haben? Die kann ich dir geben, aber das ist nur eine Falle. Die solltest du sogar selber haben. Habe ich definitiv nicht. Du hast keine Dart-Trap. Nö, warum sollte ich die einspeichern? Keine Ahnung. Warum nicht? Ist eine Falle. Ja. Nee, ist egal. Tut leider unser. Ein Lavaloch. Bauen wir das überhaupt so aufwendig, wie wir das schon mal gemacht haben? Ich meine, sagen wir es mal so, wir können mit Ease in die letzte Welle von allem kommen, weil wir einfach die Zeit entfrieren können. Ach so, das auch. Also eigentlich brauchen wir keine Arena, das ist das Ergebnis. Naja, was soll's. So, jetzt ist mal wieder das Ozean. Was soll denn mache ich dann überhaupt noch? Wir haben die beiden NPCs, die letzten beiden gehen noch nicht. Wo war ich jetzt? Was ist denn hier drin? Underground Corruption. Die Halo Boss 2. Underground Halo Boss 3. Underground Halo Boss 3. Oh, wieder Blutmond. Soul of Flight. Okay, schade, die ist nicht direkt zu sehen. Die ist komischerweise dann so weit unten. Wandering Eyeburner. Ja, okay. Demonite Brick. Haloed. Hä? Habe ich was falsch geschrieben? Bin ich jetzt blöd? Der ist dort nicht mehr drin. H-A-L-L-O-W-E-D. Hä? Hab ich den Halo Repeater nicht gecraftet? Aber warum ist er denn nicht mehr dann in meiner Liste? Ich hab keinen Amboss hier unten. So hin, wo ich einen Amboss hab. Ja, den hab ich nicht gesucht. Was zur Hölle? All passiert den Besten. Halo Repeater. Die Drax habe ich aber gewesen. Ich bin aber ziemlich sicher. Drax. Explo. Hä? Schreibe ich es wieder falsch? E-X-P-L-O S-I-V Explosives. Schmeißt die Bomben nach uns.
Oh mein Gott, hätte ich. Wie viel Leben haben wir? Okay, Pump. Nicht Pumpkin. Ich brauche eine Inlet-Pump und eine Outlet-Pump. Dann brauche ich Timer. 1 second und 3 second und dann ist mein Inventar wieder voll. Ich arbeite schon mal ein bisschen für unsere Banner. Von den Blood Moon Gegnern, die man fischen muss. Kann ja 100 Jahre dauern. Ja, okay. Das macht sogar wirklich Sinn. Ja. Hast du nachgedacht? Ja, und ich habe gerade eine Pearlwood Crate bekommen aus irgendeinem Grund. Fand ich mich. Und so ist die. Warum solltest du die nicht bekommen? Keine Ahnung. Soll die hier sein? Das ist eine Holzcrate! Ah. Ja. Ja, es klingt halt für die mich. Im Halo heißt Divine. Ja, klingt halt für mich so. Das ja, aber was hätten sie denn sonst nehmen sollen? Was weiß ich. Es ist halt das Holz, was ab dem Halo da ist. Clown ist ein bisschen sehr stark. Aber ansonsten kommt mein Ding mit denen klar. Was? Ach so, du kämpfst gar nicht selbst. Ich lass mein Kristall und meine Hände kämpfen. Ja. Also nicht meine eigenen. Gut hier. Music Box, Demonite Brick, Payload Repeater, Drax. Ja, Drax. Nicht mit U. Explosives. So. Inlet Pump, Outlet Pump, 1 second Timer, 3 second Timer. Dann der 5 second Timer. Oh, Candy. Candy Cane. Candy Cane Block und Candy Cane Wall. Dann die Santa Kleidung. Santa. Hat, Shirt, Pants. Da kann ich wieder Candy eingeben, weil es kommt Green Candy. Green Candy, Cane Block, Green Candy, Cane Wall. Snow Block. Stimmt. Das war ja das Update, wo überhaupt das Schneebiom eingebaut wurde. Das war ja vorher gar nicht im Spiel. Snow Block und Snow Brick. Welchen Item sind wir gerade überhaupt eigentlich? Das ist Nummer. Oh, perfekt. Also der 5-Sekunden-Timer ist das letzte Item, was mit der. Ah, jetzt ist es wieder weggeblinkt. Also eine. Was mit der Eis mit 1 eingebaut wurde. Du baust da jetzt quasi ein Lager für alle Items. Ja. Einfach so. Das und ist du machst mehr das nicht irgendwo in einem schönen Gebäude in einer Extrawelt oder so. Sondern unterm Untergrund so richtig schön da reingebaut. Einmal von links nach rechts eine Linie. Je nachdem, wie lang es wird. Ja, kann ich jetzt noch nicht ganz nicht so gut einschätzen. Ja, okay. Du hast 10% oder nicht, also. Ja, wird wohl doch nicht so lang, wie ich es gedacht habe, aber. Vielleicht mache ich das ja mit Mods irgendwann weiter, wo sie jetzt nicht. Ich sehe die Kisten woanders hin teleportierst. Keine Ahnung. Was? Nein, warum soll ich den? Ist doch gut, dass die hier stehen. Aua! Ich hab gerade Leertaste gedrückt. Das habe ich jetzt natürlich auf der Webseite gemacht, weil ich gerade nicht im Spiel war. Gut, jetzt muss ich mir erstmal wieder ein Sign geben. Weil hier drüber muss ich jetzt wieder ein Sign platzieren. Du kannst das hier unten gerne, wenn du möchtest, ein bisschen schöner designen. Ich habe halt nicht wirklich Ideen. Also klar, der Boden sollte Asphalt bleiben, weil ich will, dass wir schnell durchrennen können. Aber ansonsten. Nee, passt schon. Und klar, natürlich sind die Kisten da und die Signs, die haben ja auch einen Sinn, die ich da platziere.
Jetzt halt nicht im Untergrund gemacht oder zumindest nicht direkt unter Meer. Das macht es jetzt ein bisschen schwer, da drumrum was zu machen. Wie da drumrum? Was willst du denn da drumrum bauen? Hä? Keine Ahnung. Wir brauchen kein schönes Haus. Ich will sicherstellen, dass wir genug Platz für die Scheiße haben. Ja. Ja, du hättest ja von Anfang an sagen können, in einer Kiste passen. 30 Sachen. Ah, 5, 8. So viele Kisten braucht man also insgesamt. Du! Ich weiß ja nicht, wie viel 20.000 Items das Spiel noch in den nächsten Jahrhunderten kriegt. Wer weiß. Für möglich würde ich es ja nicht ansehen. Von links oben nach rechts unten und einfach ein bisschen Platz lassen für ein neues Untergeschoss. Ich meine, ja genau, Alter, irgendwann. Irgendwann habe ich immer eine Welt voller Truhen. Na gut, okay, das wird wahrscheinlich, soweit wir von der Terraria wahrscheinlich nicht kommen, weil like, das ist ja gigantisch dann. Ich glaube, Terraria bekommt kein großes Update. Ah, was nett. Jetzt ist es nicht für unmöglich, Fina. Das Spiel ist jetzt 10 Jahre alt. Ja und? Was ist dein Problem? Ja, damit? Also ich hätte kein Problem damit, wenn sie nichts mehr macht. Ach. Wir werden da doch nicht nichts mehr machen. Es ist doch deren Kind förmlich gesehen. Ja, aber dieses Prinzip immer nur noch was hinter dem Endgame, noch mehr Endgame, das funktioniert halt auch nicht ewig. Was laberst du? Das haben sie doch bislang nicht mal gemacht. Ja doch die ganze Zeit. Nein. Also ich glaube nicht, dass der Moonlord von Anfang an drin war. Also. Der Moonlord ist seit der 1.3 drin. Die 1.4 hat nichts Neues, was das angeht, eingebaut. Ja, da ging es ja auch nur um den Journey Mode. Aber seit 1.0 ging es eigentlich mit jedem großen Update nur dazu, mehr Content, nachdem man schon fertig ist und alles hat. Der nächste Boss, die nächste Reihe an Equipment, die stärker ist als das vorherige. Das nächste Upgrade für das beste Schwert. Nach dem Zenit gibt es hoffentlich keins mehr. Nennt sich nicht umsonst so. Dem Zenit. Ja, da können sie jetzt, also ich glaube... Also die Leute sprechen das immer Zenith aus, aber okay. Was weiß ich, Mann, ich bin Deutsch, ich spreche das doch nicht Englisch aus. Bei mir ist ein Z und kein... was weiß ich. Okay, warte. Das ist Zenit ein deutsches Wort, aber... 3... Naja, also mich würde es ja nicht stören, wenn das First Fractal auch im Spiel wäre. Aber ist die Frage, wie man das macht. Was? Was für ein Ding? Das Schwert, was sie ursprünglich einbauen wollten. Okay. Ja. Bin am überlegen, ob ich mit dir telefoniere, während ich dann rüberfahre. Was ist denn das? Geht ja auch. Discord am Handy. Möchtest du wissen, ob du das machst? 3, 6, 4, meine Ohrstöpsel haben scheinbar ein Mikrofon. Im Lautstärkeregler. Ist mir nie aufgefallen. Oh, okay. 5, 8, 5. Ja. Ist mir dann. Also, es war echt Wahnsinn, als ich mal angerufen wurde vor ein paar Wochen. Mit Ohrstöpseln. Das ist dann so laut auf einmal gewesen. Ja. 5, 8, 6 bis 602. Na gut, okay. Einmal hier langlaufen. Oh, Asphalt ist so geil, so schnell. Den hast du mir, glaube ich, noch gar nicht gegeben. Ja, ich kann ja selber gucken, wo zur Hölle man den nochmal herkriegt. Pech gehabt. Ja, bauen! Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt meinen Apartment-Komplex gebaut. Das reicht jetzt fürs Erste. Hab im Moment keine Lust, irgendwas Größeres zu machen. Oh, du wirst es sehen, wenn du mal wieder runterfällst. Okay. Ja, es gibt noch keine Miete, aber du kannst dir ja eine Wohnung aus. Noch keine Miete. Also haben wir den Ding jetzt noch nicht. Der Truffle ist da und der Tax-Collector, keine Ahnung, wo der sich hin verpisst hat. Zum Forest-Pilot hoch ist er. Ja, na also, dann haben wir doch Miete.
so, ja, den haben wir. Ja, aber keiner. Ich habe ein Haus gebaut für 7 Leute und es gibt nur noch 2 NPCs, die kommen. Aber wir haben jetzt Platz, um jemanden, um eine Megastadt zu machen, wenn uns die Happiness dann egal ist. Ist auch nicht allzu weit weg. Aber eigentlich hat es überhaupt keinen Sinn, ich weiß. Egal. Da kannst du ja machen, Hauptsache du hast Spaß. Ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte einfach mal diese Slabs benutzen. Candy Cane Block, Candy Cane Wall, Santa Hat. Und wie lange es dauert, bis du da zufällig mal reinläufst? Und Santa Pants. Wenn es so weitergeht, habe ich die Krätz. 12 Blood Eels, 16 Hämoglobin Shark. Ja, du wirst hier eine Weile sitzen. No Block. Und ich wahrscheinlich auch noch, weil ich dir helfen werde, aber. Vor allem, die anderen werden wir sowas von zuerst fertig haben. Der Dreadnautilus kommt einfach zu selten. Den haben wir jetzt 5-mal. Schön. Light. Oh, aber wir haben, er hat den Monolith schon getroffen. Schön. Blue Light, Red Light, Green Light. Oh, jetzt bin ich bei den Items angekommen. Okay, ja, das ist nicht schlecht. Jetzt bin ich bei den Items angekommen, die ich cheaten muss. Genau dafür ist diese Liste da, damit ich diese Items auch nicht vergesse. Was? Cheaten? Ja. Du, die Gegner droppen nur Geschenke. Es gibt aber auch ein grünes Geschenk, ein gelbes Geschenk, ach so, und ein blaues Geschenk, wenn du dich richtig erinnerst. Sind sie noch drin? Das waren die alten. Die sind einfach nie ausgebaut worden, die kommen einfach nur nicht mehr. Ja, ja, die sind halt noch im Code. Die haben sie halt nicht gelöscht oder so, oder ersetzt. Ja, warum auch? Ja. Wozu denn? Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich sie ins Inventar kriegen werde. Also ob sie dann nicht wieder verschwinden, wie das bei dem Lesser Restoration Potion der Fall war, der dann zu einem normalen wurde. Das werde ich halt dann sehen. Ich glaube, du musst vorsichtig sein beim, was sie rauswirfst und dann wieder einsammelst. Hä? Was? Wieso? Ja, aber ich glaube, dass die dann alle wieder eine Farbe werden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil das glaube ich ganz andere Items sind. Die eigentlich nicht mit denen connected sind. Ich weiß auch nicht, ob man die noch öffnen kann. Das werde ich dann sehen, wenn ich sie mir hole. Aber jetzt mal die Items beim letzten LP hast du das schon mal getestet. Keine Ahnung, egal, wenn wir sehen. Snowblock, Snowbrick, dann Snowbrick Wall, dann Blue Light, Red Light. Heute eine Stunde später, Abendessen, ist schon ein bisschen drastische Änderung, muss ich sagen. Kann dieser blöde Shark hier sterben jetzt? Kann ich nicht weiter fischen, wenn er nicht schnell genug stirbt. Okay, dann brauche ich jetzt genau diese 3 Geschenke. Was ist, wenn ich hier draufklicke eigentlich? Lande ich dann auf der... Oh, jetzt kriege ich die Nachricht, kannst du dich auf den Weg machen? Ah ja. Ja, jetzt hetzt mich nicht, ich komme mich mit Absicht langsam. Na gut, aber ja, heißt, ich bin jetzt dann endgültig weg. Viel Spaß noch beim weiter... dein Living Item Decks machen. Genau, das ist mein Living Item Deck. So, perfekt, ja. Du hast es verstanden. Ja, ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Aber im Endeffekt ist das das gleiche Prinzip. Ja. Ah, okay. Die kann man nur auf 1 stacken, die alten Presents. Stimmt, ich glaube, es war damals wirklich. Wenn du so lange durchhältst, ich bin ja irgendwann wieder da, fische ich weiter. Mal schauen. Also okay. Mit Mord oder sonst ja. Irgendwas. Ciao. Ich muss das erstmal disconnecten, damit ich meinen Charakter ATN kann. Ciao. So, dann gehe ich jetzt hier zurück. Dann gehen wir jetzt hier in Terra Saf. So, was meint ihr? 2 Stunden haben wir schon. Wie lange soll der Partner werden, hä? So ist das geil. So, Load Player. Muss ich euch das jetzt zeigen? Ich habe es, glaube ich, schon mal gezeigt, wie man es macht. Hauptsache, es hängt. Immer und immer wieder. Da, Dennis auf Reisen. Das ist mein Player.
Inventory. Und dann gehe ich hier auf Library und suche nach Present. Genau, hier ist das Present, was wir kennen, aber hier sind die alten Presents. Hier steht, die sind alle nur auf ein stackbar. Okay. Also ein blaues Present, ein grünes Present und ein gelbes Present. Und ich gebe mir die mal zweimal ins Inventar, weil ich noch mit denen ein bisschen rumprobieren will. Oder vielleicht sogar dreimal. Platz habe ich sogar genug, dass ich das machen kann. So. Dann drücke ich Save. Nein, nicht hier. Ich muss Save Player drücken. Speichern, ja. Dann schließe ich das hier. Dann joinen wir wieder im Server. Und gucken, ob die Sachen zu normalen Presents unkonvertiert wurden. Nein, wurden sie nicht. Okay, wenn ich das Blue Present rechtsklicke, dann kommt ganz normal der Drop. Green Present auch. Und Yellow Present auch. Dann meinte er mit droppen. Wenn ich das Yellow Present droppe, bekomme ich auch das Yellow Present. Genauso mit dem Grün und mit dem Blauen. Okay, ja, dann Research. Das ist auch ganz wichtig. Gelbes Present lässt sich nicht researchen. Greenes Present lässt sich auch nicht researchen. Blaues Present lässt sich auch nicht researchen. Ja. Das sind die altmodischen Presents. Und heute hat man ja Presents, die einfach nur Presents heißen und verschiedene Farben haben, die sie sich automatisch aneignen können. Ah ja, hier. Okay, vielleicht haben die Gegner jetzt alle blaue getroppt oder hat sich das visuell... Vielleicht ändert sich es auch nicht visuell im Inventar, ich weiß es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man die platziert, was glaube ich geht. Genau, dann sind es verschiedene Farben. Das ging mit den alten ja auch nicht. Die alten waren ja auch nicht placebar. Also ja. Oh, hier steht auch gar nichts vom Research. Okay. Wir brauchen ein blaues Present und dann kommt das grüne Present und damit ist die Kiste dann hier fertig. Wie viel? 602. Okay. Dann noch eine Schattentruhe. Dann haben wir hier 600 bis 640. Beziehungsweise 601 bis 640. Genau, habe ich ja auch immer richtig gemacht, ja. Genau, 600 bis 640. Ach, ja. Die aufhören, ihre ganze Scheiße zu drücken. Wedding Dress. Pirate. Ach ja. Okay. Theoretisch kann ich auch hier reinpacken. Wandering Eye. Diese ganzen Goldeils, die ich bekommen habe. Okay, hier kommt das gelbe Present als 601. Item. So, dann Snow. Globe, dann Carrot, das ist die hier, okay. Dann der Adamantite Beam, die Adamantite Beam Ball. Jetzt kommt der Demonite Brick Wall, ah ja, Demonite Brick Wall, dann Sandstone. Brick und Sandstone Brick Wall. Das ist der Brick Sandstone. Ebonstone Brick Wall.
Ebonstone. Ebonstone Brick und Ebonstone Brick Wall. Ja, vielen Dank dafür. Wollte ich nicht. Dann Struktur, genau. Stuck. Core. Rot. Gelb. Grün. Grau. Und dasselbe dann nochmal mit der Wand da. Rot. Gelb. Grün. Grau. Obwohl ich mir so sicher war, dass diese Strukturwand nicht von Anfang an existiert hat im Spiel, aber ich bin vielleicht auch einfach blöd und hab's vielleicht nie gecraftet. Wer weiß? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Dann haben wir Ebon Wood und Witch Margoni. Und Ebon Wood Wall. Da, Ebon Wood Wall. Und dann Witch Margoni Wall. Klar. Witch Margoni Wall. Bin ich jetzt komplett blöd. Ich sehe Pearlwood Wall, aber ich sehe kein Pearlwood. Ach, da war Pearlwood. Vor Witch Margoni. Okay, egal. Dann hoffen wir aber, dass mir das dann richtig auffällt. Egal, mein Inventar ist voll, das heißt, ich kann das alles aufheben, was damals im Dienst landet. Okay, ich packe den Snow Globe da rein. Das ist 602, damit ist das genau das, was der hier oben geschrieben hat. Oder was ich hier oben hingeschrieben habe. Das heißt also, ich gebe mir wieder ein Sign. Damit ich mittels des Signs... damit ich hier oben ein Sign platzieren kann. Wo ich den nächsten Milestone hinschreibe. Genau. Oh, okay. Hier haben wir 586 bis 602. Und dann haben wir jetzt hier... Genau. Dann haben wir jetzt hier... 603, was witzigerweise, wenn ich das hier so richtig sehe, nur dieses eine einzige Update, nur dieses eine einzige Item war. Und dann, und das ist das 1.2er Update. Ja. Ah ja, okay. Hier stehen ja noch ein paar Exceptions, weil es gab ein paar Item-IDs, die schon vorher da waren. Und populated waren mit Items. Aber sonst ist das dann 1.2. Meine Fresse, Alter, ist das was. 603, das eine Update und dann... Und dann einfach 604 bis 1613. Alter, das war eine Itembombe. Aber richtig. Aber eine richtige Itembombe. So. Jetzt kommen wir mal runter bis zu 600. Okay, 603. Ist die Karotte. Dann Adamantit Beam Wall, Demonite Brick Wall, Sandstone Brick und Sandstone Brick Wall. Dann Ebonstone Brick und Ebonstone Brick Wall. Dann Red, Yellow, Green,
und Gray Struktur, genauso wie Red, Yellow, Green und Gray Struktur als Wand. Dann Ebonwood und Witch Mahogany. Ebon, Witch Mahogany. Dann. Irgendwie ist das voll der Joke. Na dann. Pearl. Pearlwood. Dann Ebonwood Wall, Witch Mahogany Wall. Und dann Pearlwood Wall. Nee, das kommt noch nicht hier. Okay, dann Ebonwood Chest. Jupp. Das heißt, die nächste Truhe ist schon mal sicher. Und auch die übernächste ist schon mal sicher. Dann die Witch Mahogany Chest. Oder, warte mal. Genau, das war davor. Die Witch Mahogany Chest. Dann die Pearlwood Chest. Pearl Wood Chest. So. Pearlwood Chest. Dann Ebonwood Chair. Ebonwood Chair. Witch Mahogany Chair. Pearl Chair. Dann Platform. Ebonwood Platform. Witch Mahogany Platform. Und Pearlwood Platform. Oh, und dann kommt Bone Platform. Dann Workbench. Bone Wood Workbench. Witch Mahogany Workbench. Und Pearl Workbench. Dann Ebon Wood Table. Und Witch Mahogany Table. Ah, stimmt. Okay, Witch Mahogany haben wir hier. Okay. Pearlwood. Ebonwood Wall. Witch Mahogany Wall. Pearlwood Wall. Ebonwood Chest, Witch Mahogany Chest. Pearlwood Chest. Ebonwood Chair, Witch Mahogany Chair. Pearlwood Chair. Dann, Ebonwood Platform, Witch Mahogany Platform. Pearlwood Platform, Bone Platform. Ebonwood Workbench, Witch Mahogany Workbench. Pearlwood Workbench, Ebonwood Table und Witch Mahogany Table. Und dann wieder Pearl Wood Table. Und der kommt auch hier rein. Pearlwood Table. Perfekt, Alter. Und damit ist die Truhe auch fertig. Ja. Dann kommt die eine einzige Ebonwood-Truhe. Jupp. Okay, das ist jetzt 641. 641 bis 680. So schaut's aus. Weil das war 601 bis 46, 641 bis 680. So schaut's aus, ja. Dann P
Piano. Okay. Ebonwood Piano. Witch Mahogany Piano. Und Pearlwood Piano. Dann dasselbe mit dem Bat. Emwood Bat. Witch Mahogany Bat. Und Pearlwood Bat. Dann der Dresser. Der Emwood Dresser, der Witch Mahogany Dresser und der Pearlwood Dresser. Dann die Door. Und zwar die Ebonwood Door, die Witch Mahogany Door und die Pearlwood Door. Dann, naja, Sword. Einmal das Ebonwood Sword. Oh. Hey. Ihr seid ja sehr nett. Ebonwood. Das Ebonwood Sword. Der Ebonwood Hammer und der Ebonwood Bow. Dann der Witch. Mahogany Sword, Witch Mahogany Hammer und Witch Mahogany Bow. Dann a Pearl Wood Sword und Hammer. So. Pearlwood Table. Okay. Ebonwood Piano, Witch Mahogany Piano, Pearlwood Piano. Ebonwood Bat, Witch Mahogany Bat, Pearlwood Bat. Ebonwood Dresser, Witch Mahogany Dresser, Pearlwood Dresser. Ebonwood Door, Witch Mahogany Door und Pearlwood Door, Ebonwood Sword, Ebonwood Hammer, Ebonwood Bow, Witch Mahogany Sword, Witch Mahogany Hammer und Witch Mahogany Bow, Pearlwood Sword und Pearlwood Hammer. Hier. Dann Pearlwood Bow. Dann Wayne Bow. Da muss ich Waffe jetzt wegmachen, weil das ist nämlich Rainbow Brick. Rainbow Brick. Und Rainbow Brick Wall. Dann Ice. Block, der da. Rainbow Brick Room. Genau, und jetzt kommt, sind das nur die Wings? Ne, sind nicht nur die Wings, okay. Dann kommt Red. Und zwar, nicht Armor, weil das nicht so viel Sinn macht. Red's Wings. Red's Helmet und Breastplate. Und Red's Leggings. Dann gibt's den Fisch. Welches Item in dieser Liste könnte jetzt einfach nur Fisch heißen? Okay, ich klicke mal auf das Item hier, weil das ist ja verlinkt.
Anglerfisch, Seffi, Fisch, Eite. Ist der das? Der hat 669 als ID und 669. Okay, genau der ist das. Weil ich weiß ja, dass es zwei Items gibt, die denselben Namen hatten in einem Fall. Der ist auf jeden Fall so schräg wie die ganzen anderen Fische. Aber er wird wahrscheinlich ein bisschen woanders sortiert sein. Ja, hier ist er. Fisch. So. Dann gehen wir bei den Schwerter und suchen nach Eis. Nicht mit X, nach Eis. Hier, Eis Boomerang. Und naja, jetzt würde das Key Brand kommen. In dieser Liste. Aber wie wir alle wissen, das ist jetzt in meiner anderen Liste, glaube ich, auch ganz oben. Oh, ich habe die Presence noch nicht gelöscht. Gott. Blue, Green, Yellow. So. Dann können wir die Liste hier speichern. Ja. Genau, hier würde jetzt auch das Key Brand in der Liste kommen. Aber das Key Brand ist ja Post-Plantera. Und damit erstmal weg vom Fenster. Und damit machen wir jetzt auch einfach die Kiste hier weiter. So schaut's aus. Burwood Hammer war das letzte, genau. Burwood Bow, Rainbow Brick und Rainbow Brick Wall, Ice Block, dann Red's Wings, Red's Helmet, Red's Breastplates, Red's Leggings, dann der Fisch und dann der Ice Boomerang, was genau auf 670 geht. Und danach kommt es. Ja, danach kommt das Keybrand, was hier Post Plantera ist und dadurch gerade ungünstig. Sagen wir es mal so. Bisschen ungünstig, ja. Loot all. Düpp. Nix drin. Ja, so ist es. So ist es. Ach, so ist es immer und immer. Okay, das heißt, da unten bei den Truhen kann ich jetzt erstmal nicht mehr weitermachen. Joa. Ich pause mal kurz. So. Ich würde sagen, da wir jetzt da unten aktuell fertig sind, machen wir im nächsten Part weiter, ja? Wir werden nicht vergessen und ciao.